Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer Sendung von Selbstheilung Online, der Gesundheitsstiftung aus dem Fürstentum Liechtenstein. Viele Menschen können Brot- und Mehlprodukte nicht mehr essen, weil ihr Körper gegen die Inhaltsstoffe rebelliert. Es geschieht eigentlich Ungeheures. Getreide, Urnahrung unseres Menschseins, wird nicht mehr essbar, weil scheinbar ungenießbare Stoffe darin sind und weil Stoffe, die der Körper dringend braucht, nämlich Ballaststoffe, nicht mehr gegeben sind. Ich begrüße über Skype den Arzt Dr. Manfred Döpp. Manfred, ich grüße dich. Grüß dich, Walter. Ja, Manfred praktiziert in der Schweiz. Dr. Döpp praktiziert in der Schweiz. Wir sind freundschaftlich verbunden und er kennt sich mit Ernährung und Gesundheit bestens aus. Ja, Manfred, was ist da passiert? Auf der einen Seite zusätzliche Stoffe in allen Mehlprodukten. Man liest in der Fachliteratur bis zu 1000 zugelassene Stoffe, die dann als nicht zugesetzt gelten, wenn eine bestimmte Menge im Kilogramm nicht erreicht wird. Also man setzt etwas zu, das nicht zugesetzt ist, weil die Menge unterhalb einer Grenze liegt. Und auf der anderen Seite fehlen wichtige Ballaststoffe. Zu der EU-Verordnung, denke ich, ist wenig zu sagen. Aber wie ist das mit den Ballaststoffen? Ja, wie siehst du das als Ernährungsfachmann, als Arzt, als praktizierender Arzt, diese Geschichte? Ja, schauen wir mal in die Vergangenheit. Ungefähr 4000 vor Christus kam es dazu, dass die Jäger und Sammler plötzlich Landwirte, Bauern wurden. Das geschah in kürzester Zeit und das war eine Revolution für die Ernährung, denn damit konnten Städte entstehen und damit konnte eine Zivilisation im Zweistromland bei den Sumerern entstehen. Nach meiner Auffassung war es die sogenannte Göttin Inanna, die den Menschen die Landwirtschaft beigebracht hat. Aber was damals als Getreide angebaut wurde, das war Urweizen, Urformen von allen möglichen Gräsern. Und das waren eben auch Gräser wie etwa Reis und Hafer. Gräser enthalten kein Gluten. Der Urweizen auch so gut wie nicht. Dann im Laufe der Zeit wurde der Weizen immer mehr kultiviert. Die Ähren wurden größer, die Zahl der Samen stieg, mit dem Nachteil, dass der Glutenanteil mitstieg. Und dann gab es eine weitere Revolution, nämlich vor etwa 20 Jahren, als man den Weizen so verändert hat, dass er statt 1-3% Gluten 15% Gluten enthält. Warum? Weil angeblich die Nahrungsmittelherstellung in den Bäckereien nicht mehr in der Lage war, den Hunger der Menschen zu stillen, sondern man brauchte Backstraßen. Das heißt, der Bäcker knetete nicht mehr den Teig, sondern die Backstraßen konnten das natürlich nicht so gut wie der Bäcker. Damit aber das entstehende Brot dann nicht zerfiel, weil Gluten ist ja Kleber, Gluten klebt das Brot zusammen, musste der Glutenanteil so erhöht werden, dass die Backstraßen Unmengen an Brot produzieren konnten. Und das vertragen die Menschen jetzt eben nicht mehr. Die Glutenallergien und Gliadinallergien bei den Menschen liegen inzwischen bei 80-90%, mit der Folge einer Zöliakie oder eines Morbus Crohn im Dünndarm und mit der Folge, dass wir krank werden.
Das heißt, zugunsten einer Mehrproduktion wurde in Kauf genommen, dass die Menschen krank werden und wurden. Und das ist die momentane Situation. Wir können nur noch glutenfreie Produkte wirklich verdauen. Glutenhaltige Produkte können die weitaus meisten Menschen nicht mehr verdauen. Nun ist Gluten jetzt das am weitest hervorgehobene Zusatzstoff. Der Bäckermeister, mit dem wir korrespondieren, der jetzt für Saatengold auch mehlfreie Brote kreiert, die sehr, sehr wohlschmeckend sind, sagte uns, dass viele Menschen jetzt auf Dinkelbrote ausweichen, aber man hat jetzt auch beim Dinkel, sagt er, über 40% Weizengene hineingezüchtet, sodass also der Mensch, der meint, in einer konventionellen Bäckerei könnte er auf Dinkel umsteigen, auch wieder ein so manipuliertes Produkt zu sich nimmt, das also auch nicht gesundheitsfördernd wohl sein könnte. Ja, das ist wohl wahr. Früher konnte man wirklich auf Dinkel umsteigen, das geht heute nicht mehr, sondern Weizen, Roggen und Dinkelmehl sind in ähnlicher Form unverträglich geworden. Wir können dann nur die Urformen noch verwenden. Ur-Dinkel, Ur-Weizen, Ur-Roggen, wie es die Römer noch gekannt haben. Die Römer hatten ihren Hartweizen, der in Indien vor allen Dingen wuchs, und das war das Volksnahrungsmittel Nummer eins. Brot und Spiele, sagte man ja in Rom. Aber heutzutage ist alles dies Vergangenheit. Wer Gluten und Gliadin etc. allergisch ist, muss umsteigen auf mehlfreies Brot. Ja, es gibt jetzt tatsächlich diese Alternative, wie sie auch von der Saatengold angeboten wird. Also ein Bäckermeister mit Bewusstsein hat also diese Brote, die Rezepte entwickelt. Und diese Brote sind mehlfrei, glutenfrei, hefefrei, frei von Zusatzstoffen, pflanzlich vollwertig und reich an Ballaststoffen. Und da kämen wir zum Ballaststoffthema. Genau. Ballaststoffe sind wichtig. Wir unterscheiden zwischen den unlöslichen Ballaststoffen. Das sind zum Beispiel die Spelzen vom Weizen. Oder das sind Leinsamen. Also alles, was wir gar nicht verdauen können, das bewirkt im Darm eine Vollfüllung und damit eine Verbesserung der Darmtätigkeit. Wir erlangen einen guten Stuhlgang, der dann auch relativ fest ist und nicht flüssig. Und auf die Weise können wir den Darm befriedigen. Dann gibt es die wenig verdaulichen, aber immerhin zum Teil verdaulichen Ballaststoffe. Die gehen dann eben auch teilweise ins Blut und können im Blut den Fettstoffwechsel und in der Leber den Fettstoffwechsel positiv beeinflussen. Das heißt, das Cholesterin sinkt zum Beispiel und die Triglyceride sinken oder sagen wir mal lieber normalisieren sich. Und beide Typen der Ballaststoffe sind wichtig für uns und die sind im normalen Mehl, Brot nicht mehr enthalten. Jetzt zu den Inhaltsstoffen dieser mehlfreien Biobrote, also komplett alles Bio. Vielleicht sagst du uns zu jedem Inhaltsstoff einen kurzen Satz zur Information. Glutenfreie Haferflocken. Ja, Hafer ist ja kein Getreide, es ist ein Gras. Und Gräser enthalten von Natur aus, es sei denn, man manipuliert sie, keine Kleberstoffe. Das gilt für Reis und für Hafer. Und daher sind diese beiden sogenannten Getreide, die aber eigentlich Gräser sind, bis heute noch sehr gut verdaulich und eine Alternative für alle Allergiker. Sonnenblumenkerne.
Ja, Sonnenblumenkerne enthalten wunderbare Öle, neutrale Öle. Und die Schalen der Sonnenblumenkerne wirken als Ballaststoffe. Leinsaat. Ja, Lein ist das, was über Jahrhunderte hier in Europa die Basis der Ernährung war und auch die Basis der Kleidungsherstellung. Leinsamen und überhaupt der Flachs, der Lein, ist eine wunderbare Pflanze, die vergleichbar ist nur mit dem Hanf. Hanf ja. ist noch ein bisschen besser in der Beziehung, aber er ist ja nun mal nicht üblich bei uns angebaut zu werden. Aber Lein wird zum Glück wieder mehr angebaut zum Vorteil der Gesundheit der Menschen. Auch in diesen Broten ist Hanfsamen. Wunderbar. Gut, dann käme Flohsamenschalen. Ja, Flohsamenschalen töten zum Teil Parasiten im Darm. Sie beteiligen sich an einer Normalisierung der Darmflora und sie wirken gegen Verstopfung. Kürbiskerne. Ja, bekanntlich muss ja jeder Mann über 60 mit seiner Prostatavergrößerung etwas tun. Und dafür sind Kürbiskerne ideal, aber dann natürlich auch als Ballaststoff. Buchweizenflocken. Ja, Buchweizen ist ja, wie der Name sagt, vermuten lässt kein Weizen. Es ist kein Weizen, enthält auch kein Gluten und ist eine wertvolle Alternative zum Beispiel für Brot oder für Suppe. Und zum Schluss Kurkuma. Ja, Kurkuma ist ja das Heilmittel Nummer 1, was die Ernährung angeht. Es gibt kaum eine Heilwirkung im Körper, die nicht vom Kurkuma repräsentiert wird. Da können wir wirklich nur froh sein und ich empfehle jedem Patienten, so viel Kurkuma zu sich zu nehmen, wie er es gerade noch verträgt, ohne dass er dann ein Jucken am After bekommt. Das ist dann eine eventuelle Nebenwirkung. Ja, Manfred, ich bedanke mich herzlich für diese kurzen und klaren Ausführungen. Wünsche dir und uns allen, liebe Zuschauer, einen guten Appetit bei diesen Broten. Probieren Sie einfach. Sie sind ganz einfach als Backmischungen zu haben. Sie sind selbst herzustellen, ganz einfach zu rühren. Und der Erfolg wird uns recht geben und ja, dient uns allen. Lieben Dank, Manfred. Danke dir auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.